Guten Morgen zusammen. Ich bin das erste Mal im Tannheimer Tal unterwegs. Heute starte ich auch direkt in Tannheim. Ich laufe Richtung Elpele und dann irgendwo weiter Richtung Vilsalpsee. Eigentlich hatte ich vor, zum Geißhorn zu laufen. Jetzt habe ich aber einen Bericht gesehen, von gestern war der, dass da doch noch einige Schneefelder sein sollen. Also werde ich das dann doch nicht machen. Und wie gesagt, mir halt die eine andere Tour aussuchen. Hier hat man einen schönen Blick auf Tannheim. Bestes Wetter heute. Ja, gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, wie voll das hier allgemein ist. Ich bin vorhin an der Bushaltestelle vorbeigelaufen und da standen ein Haufen Leute. Ich laufe jetzt auf jeden Fall erstmal Richtung Elpele. Ich weiß gar nicht, was mich heute alles so erwartet auf der Strecke. Das Einzige, was ich weiß, dass ich nachher am Vilsalpsee vorbeikomme. Und so sieht der Weg gerade aus. Bisher alles einfache Schotterwege. Da unten ist auch noch ein Weg, den hätte ich auch laufen können. Wäre wahrscheinlich ein bisschen schöner gewesen. An dem Abzweig bin ich vorhin vorbeigekommen. Aber ich habe gedacht, ich gehe hier weiter. So geht auch mein Trek, den ich mir rausgesucht habe. Macht aber nichts. Hier bin ich wenigstens allein. Da unten laufen ein paar Leute rum. Die werden auch bestimmt die beiden Wege gleich zusammenkommen. Und hier besteht jetzt wieder die Gefahr von freilaufenden Tieren. Schöne Aussicht. Hier kommt jetzt auch der andere Weg hoch. Die Bäume werden weniger und die Landschaft wird schöner. Und hier muss ich gleich links hoch. Von da unten komme ich her. Man könnte jetzt hier den Schotterweg weiterlaufen. Ich werde jetzt aber hier den Weg weiterlaufen. Dadurch verlasse ich jetzt mal kurz meinen Trek. Der Weg ist jetzt hier wie so eine Abkürzung. Deshalb wahrscheinlich dann auch ein bisschen steiler. Aber ich denke doch etwas schöner. Nochmal ein Blick zurück. Auf jeden Fall schöner als der breite Weg. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob die an der Kamera vorbei Laufzähnen
besser sind fürs Video oder unnötig. Ich hatte das ja schon ewig nicht mehr gemacht. Letztens auf der letzten Rheinsteig-Etappe habe ich es mal ausprobiert und eigentlich wieder mal als gut befunden, weil die Kamera einfach mitläuft. Ich muss nicht zweimal hin und her rennen. Da unten rauscht der Bach. Ich denke mal, ich bin dann gleich wieder auf dem Hauptweg. Und hier kommt wieder der breite Weg. Ich frage mich jetzt gerade, warum der Wanderführer nur diesen breiten Weg hier nimmt, anstatt diese schmalen Pfade. Da vorne stehen ein paar Pferde. Hier links neben mir ist immer noch der breite Weg. Da kann man natürlich auch mit dem Fahrrad hochfahren. Da oben ist schon ein Gipfelkreuz. Das könnte dann das Elbele oder der, die. Auf jeden Fall Elbele. Die ganze Ecke für mich allein. Da unten ist dann auch ein Gasthof. Keine Ahnung, ob der schon offen hat. Herrliche Bergwelt. In diese Richtung geht es dann auch gleich weiter. Oh, da oben sind noch einige Schneefelder. Und von der Seite bin ich hochgekommen. Also das war jetzt hier kein Berg, sondern einfach nur so ein kleiner Hügel mit einem Kreuz drauf. Wenn da vorne die Alpe geöffnet hat, dann werde ich da auch erstmal was trinken. Also das ist hier auf jeden Fall Elbele. Zum Vilsalpsee steht noch 3 Stunden. Geißhorn, wie gesagt, da werde ich nicht hochgehen. Mal gespannt, wo ich überall noch lang komme. Vorne noch mal die Hütte zu sehen. Elbele Hütte, denke ich mal. Und da geht's hoch. Da ganz oben ist ein Gipfelkreuz zu sehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das das Geißhorn ist.
Nochmal ein Blick zurück. Ich habe jetzt gerade noch eine Zuschauerin getroffen hier oben. Also liebe Grüße nochmal. Einfach nur herrlich. Nochmal ein Blick aufs Geißhorn. Wie gesagt, da sind noch einige Schneefelder. Wo jetzt genau und wo man da vorbeikommt, keine Ahnung. Aber da warte ich lieber noch. Jetzt haben wir hier mal so einen matschigen Wiesenweg. Hier kommt jetzt wahrscheinlich der Abzweig. Zum Geißhorn noch 1,5 Stunden. Und zum Vilsalpsee 1¾ Stunde. Ich muss ja dann noch weiter nach Tannheim, 2¼. Oder ich fahre von dort mit der Bimmelbahn, irgend sowas. Sieht aber schon genial aus. Vielleicht komme ich im August nochmal her. Dann wird ja wohl endlich der Schnee weg sein. Jetzt haben wir hier so einen schönen Wiesenweg. Ich denke mal, dass das dann auch jetzt hier irgendwie runter geht. Nochmal ein Blick zurück. Von da komme ich her. Und hier geht es jetzt runter. Da ging es gerade runter. Ja, hier sind auch noch kleine Schneefelder. Ich hoffe, dass der Abstieg nicht allzu schwierig wird. So sieht der Abstieg im Moment aus. Da geht es weiter runter. Da hinten ist schon ein Ort, ich weiß nicht, ob das Tannheim ist. Die Wolken nehmen auch langsam zu. Eigentlich hatten die für heute kein Gewitter angesagt. Ansonsten die ganze Woche. Der Wegweiser zeigt jetzt hier lang, aber das jetzt alles so stimmt. Da sind ja Spuren. Ah ja, hier am Stein, da ist ein roter Punkt. Und hier sieht es jetzt schon mehr nach Weg aus. Irgendwo von da oben komme ich her. Dann ging es da an den Schneefeldern runter. Hier muss man jetzt auch den Weg ein bisschen suchen. Da zwischen den Latschen geht es runter. Da unten kommt noch eine Hütte. Da ist die Alpe. Und hier geht es jetzt auf
breiteren Wegen hinab. Kann man hier schön sehen. Der Weg ist hier gerade ein bisschen unangenehm zu laufen. Ein bisschen rutschig. Ich habe aber auch keine Lust, meine Stöcke jetzt noch rauszuholen. Hier geht es nochmal steil runter. Aber allzu weit kann es ja jetzt auch nicht mehr sein. Ich habe jetzt ungefähr noch 800 Meter. Aber vom See ist noch nichts zu sehen. Den sieht man dann wahrscheinlich erst, wenn man direkt davor steht. So, schaut mal, der erste Blick. Wenn das mal nicht genial ist. Da unten ist natürlich ein bisschen mehr Trubel. Da unten mache ich dann auf jeden Fall erstmal eine Pause, bis ich dann nachher noch weiter nach Tannheim laufe. Das ist dann ungefähr noch eine Stunde. Hier zeigt der Wegweiser jetzt nochmal in den Weg in den Wald rein. Ich gehe jetzt aber hier den breiten Weg weiter. Da habe ich wahrscheinlich auch noch mehr Sicht zum See. Ich laufe jetzt doch hier im Wald. Weil der breite Weg, der ist da unten zu Ende. Und dann geht es über die Wiese. Da wollte ich jetzt auch nicht langlaufen. Ja, irgendwo von da oben bin ich hergekommen. Na Leute, hier wird es jetzt voll. Alle wollen mit der Bimmelbahn zurückfahren. Alle stürmen hinein, da alle reinpassen, keine Ahnung. Ich laufe jetzt weiter, ungefähr eine Stunde bis Tannheim. Ich muss jetzt nicht die Straße weiter nach Tannheim laufen, hier gibt es jetzt auch so einen Waldweg. Da fährt sie wieder. Rappelvoll. Wird mich aber trotzdem mal interessieren, ob die alle reingepasst haben, die mit wollten. Ich laufe hier weiter. Die ersten Aussichten kommen wieder zum Ort. Ich bin jetzt übrigens 5,5 Stunden unterwegs für 12 Kilometer. Guter Durchschnitt. Das waren jetzt 745 Höhenmeter. Da hinten ist die Seilbahn. Geht dann da hoch. Da war ich gestern mal, aber nicht zum Wandern, nur mal so als Tourist. Vorne kommt jetzt eine Schranke. Soweit ich weiß, kann man nur zu bestimmten Zeiten mit dem Auto zum Vilsalpsee fahren. Ansonsten ist er gesperrt. Also Fahrverbot von 8 bis 17 Uhr. Das heißt, man muss vor 8 Uhr da sein. Und kann erst nach 17 Uhr wieder zurückfahren.
Aber im Moment kann man gar nicht fahren, weil bis 17. Juli ist komplett gesperrt. Ja Leute, das war jetzt die Tour zum Vilsalpsee mit Umwege natürlich. Man kann die Strecke auch in einer Stunde von Tannheim direkt laufen. Die ist aber recht uninteressant, also ich bin hier ja gerade zurückgelaufen. Ansonsten war es wieder eine super Tour. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.